Bäume gehören zu den größten Pflanzen der Erde. Sie können älter werden als alle anderen Lebewesen. Etwa ein Drittel der Erdoberfläche ist von Bäumen bedeckt. In einem Jahr finden viele Prozesse im Laubbaum statt, die dazu führen, dass im Sommer grüne Blätter an den Zweigen hängen und im Winter nicht. Es ist ein Kreislauf, der sich immer wiederholt, weil sich die Bäume den Jahreszeiten anpassen. Im Winter sind alle Laubbäume kahl. Aber an den Zweigspitzen sind ganz unscheinbar die Blattknospen. Hier sind Nährstoffe wie Stärke, Eiweiß und Öle für die zukünftigen Blätter gespeichert. Um sie zu schützen, sind die Knospen mit Schuppenblättchen bedeckt. Wenn der Schnee schmilzt und es wärmer wird, kommen die ersten Frühblüher, wie das Schneeglöckchen oder das Schaboxkraut. Auch der Laubbaum verändert sich. Die Schuppenblätter öffnen sich und es kommen die neuen Blätter zum Vorschein. Auch die Stiele wachsen. Sie sind noch weich und hell. Es dauert nicht lange, da wachsen auch die anderen Pflanzen. Nach einiger Zeit bilden sich Blüten. Sie tragen zur Fortpflanzung der Bäume bei. Die geschieht durch Insektenbestäubung, Wasserbestäubung oder Windbestäubung. Ist eine Blüte befruchtet, entwickelt sich der Samen und die Staubgefäße und Blütenblätter sterben ab. Die Samen werden durch Wind, Wasser und Tiere verbreitet. Aus ihnen wachsen später neue Bäume. Im Sommer ist die Blütezeit der meisten Bäume vorbei. Jetzt hängen nur noch die grünen Blätter an den Zweigen. Dafür sorgt der grüne Farbstoff Chlorophyll. Er wandelt das Sonnenlicht in Nahrung für den Baum um. Das nennt man auch Photosynthese. So kann der Baum wachsen. Ohne das Chlorophyll könnten die Bäume nicht leben. Wenn die Tage kürzer und kälter werden, ziehen die Bäume das Chlorophyll und andere wichtige Nährstoffe aus den Blättern und speichern sie im Stamm und in den Knospen, die sich oberhalb der Blätter gebildet haben. Ist der grüne Farbstoff weg, kommen die anderen Farbstoffe in den Blättern zum Vorschein. Das ist zum Beispiel das gelbe Carotin oder das rote Anthocyan. Sie lassen die Laubbäume im Herbst bunt leuchten. Im Übergang zum Winter bildet sich zwischen dem Ast und dem Blatt eine Korkschicht, damit der Baum keine Wunden hat, wenn er die Blätter abwirft. Das tut er, weil das Wasser, das in den Blättern ist, sonst gefrieren und sie zerstören würde. Außerdem würden die ganzen Nährstoffe verloren gehen, die der Baum das ganze Jahr über in den Blättern gespeichert hat. Im Winter stoppt der Laubbaum die Wasseraufnahme. Er befindet sich in einer Art Winterruhe. Wenn es wieder wärmer wird, nimmt der Baum durch die Wurzeln wieder Wasser auf und die Knospen öffnen sich. Ein neues Jahr beginnt und der Kreislauf fängt von neuem an.